So, Hallöchen, da sind wir wieder. Hier in unserem Sicherheitsanzug, der so sicher ist, dass wir uns sicher fühlen. Und, ach, hier ist zum Glück eine Wand oder so. Was ist das? Verkleidung als Wissenschaftler. Ach, warum eigentlich nicht? Ja. Der Unterschied ist sofort bemerkbar. Okay, da ist eine Wache. Entdeckt der mich da? Sind hier noch mehr von denen? Oh, hast du das gesehen? Oh, das war bitter. Was ist das hier? Flasche und Buch. Wow. Garantiert. Ich weiß es einfach. Das habe ich im Urin. Im Keller passiert. Wie geht's? Keine Ahnung. Irgendwas Großes angeblich. Könnte alles vollkommen verändern. Ich hab gesagt, kenne ich Sie von irgendwo? Wir haben wohl noch Zeit, Sanchez dabei zuzusehen. Wo wollen Sie wieder einmal einen Gegner in einen Sarg verpacken? Kommen Sie bitte zurück. Ich will nur was überprüfen. Nein. Du hey, stopp! Wenn Sie nicht stehen bleiben, muss ich Sie melden. Wer sind Sie? Ich weiß auch nicht, wer ich bin. Warum denn Hilfe? Schäbigen Penner. Weißt du, willst du einmal zum Team gehören? Sofort wirst du verpfiffen. Das ist unfassbar. So. Schauen wir doch mal, ob die mich finden. Ich werde immer nur zwischen den beiden Ecken hier wechseln, weil ich so cool bin. Da drüben hast du was. Sauber. Hier nicht. Nein. Hier kommen wir nicht, liebe Freunde. Was macht das hier? Okay, niemand sieht mich mehr. Das ist gut. Denn jetzt kann ich. Okay, entspannt euch. Lasst ihn laufen. Ja, wenn ich jetzt hier so eine Flasche in die Ecke werfe, da kommt bestimmt mehr als eine Wache vorbei. Ist auch ärgerlich. Ja, kümmere dich mal bitte drum. Dann kann ich dich nämlich vergewaltig meine natürlich ruhig stellen. So, ja, hier sieht mich niemand. Mensch, wie praktisch. Oh. Okay, niemand hat bemerkt, dass ich das war. Wie praktisch. Ich wette, das war Frank. Hier spricht Hank. Ja, ja. So, ich habe jetzt eine Runde gedreht. Das ist meine besondere Spezialtaktik, die ich nur dann anwende, wenn ich wirklich in Gefahr bin. Denn ab jetzt bin ich eine Wache. Hallo, ich bin ein Wache. Und du nicht. Okay. Hi. Nee, okay, das ist keine Wache. Ich fürchte, ich habe nicht genug Instinkt. Die da hinten feiern noch mit ihrer Nutte, hätte ich bald gesagt. Aber es ist natürlich eine wirklich ehrenswerte Frau, die da ihren Job macht. Ah,
Fall von Hexenschuss. So. Sehen die mich? Die sehen mich locker nicht. Okay, die sehen mich echt nicht. Da liegt ein Beweis rum. Meinst du, ich komme irgendwie an den Beweis dran? Aber hier ist auch nichts mit Feueralarm oder so, ne, was ich auslösen könnte. Was ist hier? Da kann ich rein, aber da will ich ja nicht rein, denn mein Ziel ist ja hier. Okay. Irgendwer geht hier hin. Ach, so ein komischer, ach. So ein Doktor, ne? Hi. Ja, ja, ich stehe der Herrenumkleide und beobachte Leute, die sich umziehen. Das ist nichts Abnormales. Hier bei Dexter Industries legen wir höchsten Wert auf Privatsphäre. Deswegen filmen wir alles nur und behalten es 24 Stunden auf Band. Danach werden die Bänder garantiert in einen halb verschlossenen Safe gesperrt. Datenschutz, wie er nicht besser zu lösen sein könnte. So. Ach, natürlich sind diese hier nicht darauf aufmerksam geworden. Das ist ja super. Okay, da ist vermutlich gar nichts. Aber sicher ist sicher. Okay, fällt nicht auf. Fällt nicht auf. Fällt einfach nicht auf. Es fällt einfach nicht auf. Es ist einfach, es fällt einfach nicht auf. Wo habe ich den schon mal gesehen? Hey, so läuft's verlaufen, Kumpel. Habe ich jetzt den Beweis? Okay, rein hier. Ich kenne mich auch nicht. Verpiss dich. Okay, schnell, bevor der sich da umdreht. Wir haben einen Eindringling. Geschafft. Jetzt habe ich zwar den Beweis nicht, aber der Beweis ist mir total egal. Das ist schon wichtiger. Ja. Das ist die öffentliche Forschungseinrichtung, wie man sieht. Geheim ist hier nichts. Dr. Ashford und Dr. Valentine. Ja, ja, die beiden Ganoven, die kennt man schon aus Spielfilmen wie Dr. Ash und Dr. Valentine irgendwie so. So, genau so hieß der Spielfilm mit denen. Bin ich denn nur von Idioten umgeben? Das habe ich gesehen. Also noch mal von vorn. Ich will Ergebnisse sehen. Hören Sie auf! Ich merke direkt, dass das einer von den beiden ist, weil ich zufällig in den ersten Raum reingegangen bin und direkt ist da einer von den beiden. Was ist hier los? Ich kann hier doch bestimmt was sabotieren, ne? Bestimmt. Bestimmt, 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 bestimmt. So. Roboterarm aktivieren. Hitman weiß natürlich sofort, wie man den Roboterarm aktiviert. Ist das ein Autoalarm? Was ist hier los? Oh. Ist so ein bisschen was explodiert. Der Doktor ist weggelaufen, natürlich. Scheiße. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Die behinderte Wache, weißt du? Da. Da. Was ist hier los?
Puh. Das ist ja alles mehr als knapp hier. Ich hoffe, das hier sind keine Wachen. Weiß das Management überhaupt, was wir hier tun? Lotion zur Vorbeugung von Haarausfall, ja. Mir macht es jedenfalls überhaupt nichts aus, dass ich... Was sagt mir das jetzt? Warum muss ich das wissen? Tödliche Waffen entwickeln. Nicht unbedingt das, was man in seinem Nachruf stehen haben will, oder? Speicherzone. Hoi. Bling. So. Was ist das hier? Feuerpaste. Entzündet sich bei Reibung. Ach ja, nehme ich mal mit. So, jetzt muss ich nur noch einen Ort finden, wo ich das da hinpappen kann, ne? Ach so, entzündet sich bei Reibung. Mal gucken, wer sich gleich die Haare damit einreibt, mit diesem Enthaarungsmittel oder was das ist. So, fällt nicht auf. So. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der das ausprobiert. Ich würde sagen, das ist das neueste Mittel aus dem Hause Dexter Industries. Es leuchtet rot, das heißt, es ist sehr gesund. Wer meldet sich freiwillig? Ich habe leider keine Haare, deswegen kann ich das nicht ausprobieren, aber... Naja. So, jetzt brauchen wir... Wir brauchen eigentlich nur noch so ein freiwilliges Testsubjekt. Aber der kommt ja schon wieder gerade. Okay, ich merke. Wo läuft der hin? Ich glaube, der beginnt jetzt seine Runde bestimmt wieder von neuem, ne? Läuft es einmal nach oben und dann wieder in die Mitte und dann nach unten. Aber ich habe die Hoffnung, weil er scheint ja derjenige zu sein, der hier oben lang läuft. Da unten, der da steht, der wird niemals hier hochkommen. Ich habe die Hoffnung, dass er sich die Haare jetzt oder seine Glatze oder irgendwie sowas einreibt. Und da diese Paste, die ich da reingetan habe, natürlich auf Reibung reagiert, wird der wahrscheinlich dann aussehen wie Hades. Mit seinen blauen Feuerhaaren. Nur, dass diese Haare wahrscheinlich etwas schmerzvoller brennen werden, denn... Ja. Wir leben nicht in der Disney-Welt. Da ist er. Da ist er und läuft herum. Wenn er gleich weg ist, dann können wir ihn nennen My Bloody Valentine. Ha! Lustig, ne? Ja. Ich kann jetzt leider auch nichts anderes machen, solange das ist enorm langweilig. Aber wenn ich jetzt runtergehe, um den anderen zu erledigen, dann sehen wir ja nicht die schöne Aktion, die der gleich hier erleben wird. Denn ich wäre schon schwer enttäuscht, wenn dieser Plan jetzt nicht aufgehen würde. Ich trinke mal so lange so ein Schlückchen. Hier so, das hat Apfelgeschmack, was ich jetzt trinke. Das ist sehr gesund, also, ne, Apfel. Ein Apfel am Tag erspart den Zahnarzt. Mhm. Wie geht der Spruch nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie, da gab es ja so einen Spruch, ne? Mit von wegen ein Apfel am Tag und so. Erspart dir ja den Arztbesuch oder so. Aber ich weiß den Reim nicht mehr. Haben den Spruch euch eure Eltern auch beigebracht? Na? Dann schreibt ihn jetzt in die Kommentare und ich werde ihn lesen und dann werde ich ihn für gut befinden. Und jetzt läuft unser guter Kumpel Dr. Ash Landford, schwuppdiwupps Dingsbums hierhin. Und wird sich seinen Kopf, Raymond Valentine, genau, habe ich ja gesagt, wird sich seinen Kopf einreiben. Geben Sie her, ich will das Ergebnis selbst spüren. Sir, das ist noch ein Prototyp. Halten Sie es für klug? Stellen Sie sich nicht so an. Wer wagt, gewinnt, hat mein Vater immer gesagt. Also,
Lassen Sie mal sehen. Hades. Irgendwas tut sich. Ich spüre ein Kribbeln. Es wird heiß. Sehr heiß. Oh, oh Gott. Oh Gott. Das kann ich nicht gut sein. Was zur... Scheiße, was ist passiert? Hey, ruf deinen Krankenwagen. Arzt hat Sprechstunde. Und warum willst du jetzt noch einen Krankenwagen rufen? Sie werden wieder gesund. Nein, er wird nicht wieder gesund, der sein Kopf brennt, falls es nicht aufgefallen ist. So, ich würde sagen, ich laufe jetzt hier runter. Ich habe jetzt wieder Intuition bekommen. Ich kenne den. So, wie ich es einfach perfekt geschafft habe. So, nächster Kontrollpunkt. Der Kill, der wird auch gut. 7. Juni 1986. Das Testsubjekt Sanchez reagiert gut auf das aktuelle Serum. Seine Muskelkapazität hat sich seit dem Beginn der Alpha-Phase um 160% erhöht. Das gesamte Team ist begeistert. Ist der chemisch induzierte Supersoldat endlich umsetzbar? 19. Juni 1986. Das Testsubjekt Sanchez zeigt extreme Symptome von Gigantismus. Zweifellos ein durch das X9-Serum bedingtes hormonelles Ungleichgewicht. Der Junge muss in der Anlage bleiben, bis die schlimmsten Nebenwirkungen eingedämmt sind. Die Aktionäre sind beunruhigt. Und ich fürchte, das ganze Projekt könnte gestoppt werden. Nur weil der zu groß wird? Verstehe ich jetzt nicht. Naja, ich fände es gut, so ein bisschen größer zu sein. Also, natürlich auf Dauer wäre es vielleicht auch nicht gut, aber temporär, ne? Ein Aktivierungscode, mit Sicherheit für einige der Waffen im Teststadium. Oh, warum nicht? So. Ja, es ist alles gesichert. Hier kommt niemand durch. Ja, die Brücke ist oben. Die Ladung kann durch. Niemand. Niemand einfach. Oh. Alles klar, ich kümmere mich drum. Kein Grund zur Sorge. Genau. Schon gut. Wieder. Was? Spritze? Ach, nehme ich mal mit. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier runter. Machen Sie sich keine Gedanken. Was? Okay. Warum wurde ich nicht informiert? Das tut mir leid, Sir. Aber der Befehl kam von Mr. Dexter Bessel. Dieser Sanchez ist einfach reingeplatzt und mit dem Mädchen abgehauen. Sagte, das Labor wäre nicht sicher oder so. Es heißt, Mr. Dexters Sohn wäre entführt worden. Was glauben Sie denn, wie Sanchez Mr. Dexters Leibwächter geworden ist? Ist nur eine Entschuldigung, um auch was vom Kuchen zu kriegen. Schnelles Geld, nur darum geht es, Blake Dexter. In 15 Jahren Biotechnik habe ich noch nie Testergebnisse wie die Ihren gesehen. Nicht mal annähernd. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Tut mir leid, Sir, aber ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Vergessen Sie's. Sie sind gefeuert. Sorensen, fahren Sie mit den geplanten Tests fort. Und berufen Sie den Verwaltungsrat ein. Wäre doch gelacht. Hahaha. So, jetzt habe ich gelacht. Und? Was ist passiert? Nichts, du scheiß Penner. Dich kriege ich auch noch. So. Jetzt muss ich natürlich schauen. Irgendwie jetzt den... Entsprechend muss ich hier natürlich den Wachen ausweichen. Hey, das ist eine Sache. Aber wir reden hier von einem jungen Mädchen. Irgendjemand da draußen vermisst sie. Ja, okay. Sag das doch, Dr. Ashford. So, ich drück mal hier dran. Ich wette, du schaffst es nicht mal bis zum Haupteingang. Kurzes Zeitfenster zum Handeln. Kurz. Wir können doch nicht einfach
zusehen, wie sie Experimente an Kindern durchführen. Was glaubst du denn, was das hier ist? Eine Bonbonfabrik? Gleich komme ich weiß, steht auf dem Schild an der Tür immer noch. So. Oh. Das sieht natürlich alles sehr gesund aus, was da passiert. Ich würde sagen, ich warte hier mal. Ich bin mir sowas von sicher, dass der Typ hierher angewatschelt kommt. Ich bin mir sowas von sicher, denn wir könnten das nicht drücken hier, wenn das nicht irgendeinen Sinn ergeben würde. Frage ist, warum sollte der sich da drauflegen? Aber ich warte einfach mal, denn hier scheinen ja keine Wachen reinzukommen. Jetzt soll mein Handy mal aufhören zu klingeln. Ach, ich merke auch gerade. Zu viel Energy Drink ist auch nicht gut, ne? Deswegen nehme ich jetzt gleich noch ein Schlückchen, aber nur zwischen der Aufnahme. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit für heute und ich würde sagen, wir geben doch mal gemeinsam jetzt eine Bewertung ab. Klick. So, ich habe meine Bewertung abgegeben und jetzt seid ihr dran und wir hören uns morgen wieder, wenn es heißt, zerfleischen wir den Dr. Ashford. Vorname habe ich schon wieder vergessen, aber ist ja eigentlich auch unwichtig. Irgendwie wird er schon, ne, der ist ja sowieso. Ja, haben wir dann 15 Minuten gekannt. Der arme Dr. Ashford, tut mir fast schon leid, aber was mut, dat mut, ne?